Ja, Sie sehen heute zum ersten Mal ein Shipment unserer Koi von der Konishi Koi Farm Hiroshima zu uns. Es sind insgesamt 71 Boxen. Es ist ein sehr großes Shipment, werden Sie nachher sehen. Hier tobt nachher der Bär. Und wie kann es auch anders sein, dass wenn wir das erste Mal ein Shipment im Modern Koi Block vorstellen, dass es ein kleines Malheur gibt. Irgendwas ist am Frankfurter Flughafen passiert. Zwei Boxen sind zerstört worden. Und wie kann es anders sein? Es war einer der größten Fische des Shipments dabei. Die haben uns dann angerufen und haben gesagt, sie konnten die Fische jetzt notversorgen. Die kamen in eine separate Wanne und werden jetzt mit Sauerstoff versorgt. Aber weil der große Koi dabei war, haben sie keinen so großen Beutel, um ihn jetzt wieder neu zu verpacken und dann quasi mit unserer Spedition hier nach Abstadt zu schicken. Wir hatten keine andere Wahl. Tim ist hochgefahren mit 9 Boxen, mit Wasser, mit Sauerstoff, mit Gummis, mit Klebeband, mit allem, um direkt vor Ort die Notversorgung der Koi zu übernehmen. Aber es war natürlich eine heikle Geschichte. Wir wussten ja nicht, wann sind die Boxen zerstört worden. Klar war, es ist in Frankfurt passiert, sonst hätten wir da schon viel früher Nachricht bekommen. Und gerade eben hat er Entwarnung gegeben. Er sagt, alle 3 Koi, 2 Schusel, hat er gesagt, und 1 Deutz-Karaschi-Koi waren betroffen, sind wohl auf. Er ist jetzt auf dem Weg. Die anderen 2 Sprinter, die unterwegs sind, haben eine halbe Stunde kürzer als er. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, was es gibt. Und wie schon heute oder gestern im Blog gezeigt oder gesagt, kommen heute richtig große Tiere an mit einem Transportgewicht von bis zu 100 Kilo. Also es gibt viel anzupacken. Schauen Sie zu, wird sicher interessant. Und Tim, Actionman, alles in Ordnung? Ist das der Große? Ja. Wow, geil, das steht wie eine 1. Mega. Mach auf, reingucken. Auch gut? Ja. Spitze. Also dann müssen wir uns da auch nicht allzu sehr beeilen. So, das Finale steht kurz bevor. Wir haben jetzt noch 6 normale und dann noch die 2 großen Boxen. Wow, einer der geilsten Goschki, qualitativ der beste, den Konishi gerade hat. Von Frank und Valentina. Auch von Frank und Valentina ein Traum Deutz-Kohaku. Ich habe mir gerade an einem Fuß zwischen 3 und 8 Zehen gebrochen. Und meine Tochter lacht. Ich habe mir die wirklich gebrochen. Benigo in Karashi. So, kurz akklimatisieren. 2-Jährige. Auch nochmal Nisai. Benigo in Kuchaku. Thank you.
Und ein Traumschiro von Danny. So. So fühlt es sich an, wenn man sich ein Gummi ins Auge schießt. Karma is a bitch. Gerade hast du nur über deinen Vater gelacht. Einer der geilsten Genrin-Shiro Uzuri, wenn nicht sogar der geilste von Konishi. Geht nach Leipzig. Hier, Kutschako und kleiner Benigoi. Wir haben ein Gemeinschaftsticket gezogen. Die Koi sind super drauf, Wassertemperatur 16 Grad. Ideal. Hier, Deutz Kohaku, brachialer Body. Karashi, Ginrinbeni und hier der beste Goschki, der Konishi-Käufer. Der hat mich Konishi vom Computer weggezogen am dritten Tag, wo ich da war. Mitte Kudasai, Mitte Kudasai, Mitte, 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 Kamichan, Kamichan. Und dann kam er irgendwann und mit der hat er, glaube ich, das Gleiche gemacht. Gell? Das ist so außergewöhnlich, ist 4 Jahre alt und hat 0,0 Indigo im Rot. Und hier haben wir noch ein paar Nissei. War das dein Schminkspiegel, Lisa? Nee, ich habe aber geguckt, ob mein Auge rot ist. Auch toll. Gigantisch, schön ruhig. Also, Transport war spitze. Jetzt setzen wir die in die Becken. Wo kommen die hin? 9. In die 9? Also, Lisa hat jetzt extra ein schwarz-weißes T-Shirt angezogen, um den Genrin-Shiro umzuziehen. Genau. Es war jetzt wirklich Tamatama, Zufall, wie der Japaner sagt, dass genau die am Schluss gekommen sind. Karma is a bitch, as I told you. Und Tim hat heute sein Kumonryu-T-Shirt an. Sumi ga chotto dette, ne? Demo karashichi ga haitte nai. Schwarz drückt ein bisschen raus, aber es ist kein Karashi-Blut drin. So, 92 cm Karashi, der am Flughafen einen kleinen Zwischenstopp hatte. Aber er freut sich bester Kondition. Tut man jetzt gleich noch den Gummi in Fresse kriegen, wir tun mal jetzt eh schon genug weh, glaubt man's. So. 0,0 Anzeichen von Stress. Keine Schuppe angeschlagen. Hier oben ganz klein wenig, aber das ist nicht schlimm. Super geil. Mega. Hast du fein gemacht, Tim. Der letzte ist der größte Dank, gell? Ja. Wie viel hat der? 98. So, dann waren es nur noch einer. Aber das Lied darf man auch nicht mehr singen, oder? Ich glaube nicht. 10 kleine Timmilein, die wollten mit Koi spielen. Jeder hat gerade die Luft angehalten. Keiner wusste hier, ob der Wahnsinnige jetzt hier einen raushaut. Einfach bitte raus. So, erstmal ein bisschen Luft aus der, oder Sauerstoff aus der Tüte, dass man sie besser greifen kann. Will hier nicht im Weg rumstehen. Wenn andere arbeiten, ist das ein wichtiger Fakt. Den Karton wegziehen. Und noch in der Tüte lassen dann erstmal. Das waren jetzt 100 Kilo.
noch drin lassen kurz. Erst akklimatisieren. Bisschen anpassen. Wobei man sagen muss, bei den Shipments aus Japan, die sind so lange unterwegs, die Fische, da ist eigentlich das Beste, wie es Temperatur. Ja. Da ist das Wichtigste, dass sie aus dem doch belasteten Wasser rauskommen. Und vor allem die Wannen nicht belüften mit Luft, weil da ist natürlich unglaublich Ammonium im Wasser. Und wenn man dann belüftet, geht der pH-Wert hoch, weil auch viel CO2 drin ist. Und das würde dann im Umkehrschluss wieder bedeuten, Alter! Schreibst du WhatsApp oder filmst du den gerade? Film den gerade. Und da sieht man jetzt, dass das Wasser belastet ist. Und da ist jetzt viel CO2, viel Ammonium drin. Aber der pH-Wert liegt so bei 6,3, 6,4 in der Regel. Und da macht das nichts aus. Und wenn man jetzt belüften würde, würde der pH-Wert rasant schnell nach oben gehen. Was passiert dann, Tim? Aus Ammonium wird Ammoniak. Aus Ammonium wird Ammoniak, das ist korrekt. Und das könnte dann wirklich für die Kiemen schädlich werden. In welches Becken geht er? In die 9. Das ist dein erster Meterkoi, oder? Bam. So. Jetzt ist 23.50 Uhr. Das Shipment ist zu Ende. Es war ein sehr erfolgreiches, wenn auch aufregendes Shipment, das hatten wir noch nie, dass wir zum Flughafen fahren mussten, um eine Erstversorgung dort zu machen. Aber man sieht, es ist nichts passiert. Wir haben jetzt gerade mit der Firma Go, die wo für uns die Fische in Stuttgart abholen, haben wir gesprochen. Und die haben gleich gesagt, wir nehmen das nächste Mal sofort 3 große Boxen mit Sauerstoff, mit allem drum und dran, Gummis, dass sie oben die Erstversorgung machen können. Wir werden Ihnen hier zeigen, auf was es ankommt, wie man das macht. Und Sie werden das auch, dass Sie nicht jedes Mal hier erst vorbeifahren müssen, um das abzuholen, haben Sie gesagt, können Sie sich so bei sich, so ein Notfallkit lagern Sie bei sich und die Fahrer nehmen das immer jeweils mit. Das ist Kundenservice, die Firma Go können wir ohnehin rundum empfehlen, mega geil, mit denen kann man schaffen, wie wir im Schwäbischen sagen, wir, mit denen können wir gschärren. Kennst du das gschärren? Ja. Ja, klar. Und ich glaube, ich habe jetzt keine angenehme Nacht. Da standen 2 Paletten so einen Meter Abstand und ich bin in die eine, in der einen Palette war der Hubwagen drin oder unsere Ameise. Und ich fahre rückwärts und dann stoße ich mit meinem Schuh an die andere Palette, dann kommt die Ameise. Und dann habe ich wirklich gehört, wie es gemacht hat. Sieht so aus. Aber wie die lachen. Ich glaube, jetzt kriege ich all das zurück. Ich kriege all das zurück, was ich den beiden über die Jahre angetan habe. Ich habe vorher nur alibimäßig gefragt, ob es arg ist. Wahrscheinlich sind 13 komplett durch, für jeden Mitarbeiter einer. Ohne Witz. Aber egal, ich werde es überleben und dann schlage ich wieder zurück.